Guten Tag, meine Damen und Herren. Und seien Sie erneut gegrüßt zu einer weiteren Predigt der Kirche des ewigen Gottes. Ich hatte in verschiedenen Predigten bereits darauf hingewiesen, dass die Vereinigten Staaten von Amerika und Großbritannien und andere Länder in die Sklaverei geführt werden in der nicht allzu fernen Zukunft. Die Bibel macht das sehr klar, und ich gehe heute jetzt nicht auf diesen Aspekt eigentlich ein, sondern mehr auf das, was geschehen wird, wenn Jesus Christus zurückkommt. Denn diese Ereignisse werden sich kurz vor der Rückkehr Jesu Christi abwickeln. Und Christus kommt zurück, wie wir alle wissen oder wissen sollten, um das Reich Gottes hier auf Erden zu errichten. Und wenn er kommt, wird er der Friedefürst sein, der Kriege abschafft und der Sklaverei beendet. Nicht nur für die Nachfahren der Vereinigten Staaten und Großbritannien und anderer Länder, sondern Sklaverei weltweit. Aber heute möchte ich ganz besonders auf das eingehen, was uns die Bibel über diese Länder sagt, weil nämlich, wie wir ja wissen oder wissen sollten, die Vereinigten Staaten von Amerika, Großbritannien und andere, wie zum Beispiel Kanada, Neuseeland, Australien, Nachfahren des alten Hauses Israel sind. Und der Staat Israel ist eigentlich mit dem Haus Juda identisch, aber Juden gibt es natürlich auch sehr viele außerhalb des Staates Israel. Was sagt uns die Bibel, was Jesus Christus tun wird und wie wird er es tun, wenn er zurückkommt? Ich meine, das sind faszinierende Aussagen, die wir uns heute anschauen werden. Aussagen, die Sie vielleicht noch nie von dem Aspekt her gesehen haben. Fangen wir zunächst einmal mit Jesaja an, dem alttestamentlichen Propheten Jesaja, was er uns in Kapitel 27 sagt. Jesaja Kapitel 27 und Vers 13. Jesaja Kapitel 27 und Vers 13. Da heißt es zu der Zeit. Nun, im Hebräischen steht eigentlich hier an jenem Tag. Und dieser Ausdruck an jenem Tag, oder vielfach auch in der deutschen Übersetzung zu dieser Zeit, bezieht sich immer auf eine Zeitspanne, so ungefähr ein Jahr vor der Wiederkunft Jesu Christi, die sich dann aber weiter ins Millennium hinein erstreckt. Millennium, die 1000 Jahre, wenn Christus hier auf Erden herrschen wird. Es geht darum, dass Gott anfängt, in das Weltgeschehen einzugreifen. Und es heißt hier, zu dieser Zeit oder an jenem Tag, da wird man mit einer großen Posaune blasen. Sie haben alle von der siebten Posaune gehört, die erschallen wird, wenn die Toten in Christus auferweckt werden oder wenn sie noch leben sollten, die Menschen, die in Christus sind, die verwandelt werden. Es wird einer großen Posaune geblasen werden und es werden kommen. Schauen Sie, das ist der Zeitpunkt, wann das geschehen wird. Es werden kommen die Verlorenen oder, wie es auch übersetzt werden kann, die dabei sind, umzukommen. Die werden kommen aus dem Lande Assur. Und die Verstoßenen im Lande Ägypten, die werden kommen und werden den Herrn anbeten auf dem heiligen Berg zu Jerusalem. Wir wissen ja, dass Jesus Christus in Jerusalem herrschen wird. Auf dem Thron Davids sitzend, der dann in Jerusalem sein wird. Also schauen Sie, es geht hier um Menschen, die verloren sind oder die dabei sind, umzukommen. Im Lande Assur, Assyrien, wie Sie wissen, das moderne Deutschland. Und dann auch im Lande Ägypten werden Verstoßene sein. Und die werden kommen. Nun, wie wir sehen werden, die sind dort in Gefangenschaft. Die werden also aus dieser Gefangenschaft heraus befreit werden müssen. Und die werden dann kommen, um letztendlich Gott in Jerusalem anzubeten. Aber zuvor muss noch einiges geschehen. Es geht, wie ich sagte, um den Zeitpunkt der großen Posaune. Also etwas, was geschieht, wenn Christus zurückkommt, nicht vorher. Lesen wir weiter in Jesaja Kapitel 11. Jesaja Kapitel 11. Und zunächst einmal angefangen in Vers 11. Jesaja Kapitel 11. Und in Vers 11, auch hier, wenn Sie den Zusammenhang lesen, die vorhergehenden Verse sprechen klar über das Millennium. Das wird also geschehen zu der Zeit, wenn Christus zurückkommt, um das Millennium aufzurichten. Und der Herr wird zu der Zeit, oder auch wiederum an jenem Tag, das gleiche Vokabular ist hier benutzt, der Herr wird zu der Zeit zum zweiten Mal seine Hand ausstrecken, dass er den Rest seines Volkes loskaufe, die übrig oder der übrig geblieben ist in Assur, in Ägypten, in Patros, in Kusch, in Elam, in China, in Hamat und auf den Inseln des Meeres.
Zum zweiten Mal. Das erste Mal war, als Mose das Volk Israel aus Ägypten herausholte zur damaligen Zeit. Aber jetzt geht es hier um eine zukünftige Prophezeiung. Auch hier wird wiederum das Volk Israel, die Nachfahren des Hauses Israel und des Hauses Juda, in Sklaverei, in Gefangenschaft sein. Und Gott wird sie zum zweiten Mal herausführen. Und hier wird auch ein wenig gesagt, wo sie sich befinden werden. Es wird hier von Assyrien gesprochen, Deutschland, von Ägypten, von Patros, eine Gegend im oberen Teil von Ägyptens, von Kusch oder Äthiopien, von Elam, Persien oder Iran, von China, ein Teil des alten Babylon, von Hamat, nun Hamat, das sind Nachfahren des Sohnes von Ham, nämlich Kanaan. Und dann werden noch die Inseln des Meeres erwähnt, einschließlich der britischen Inseln. Wir bekommen also hier schon eine Idee, wo sich die Nachfahren in Versklavung aufhalten werden. Die Nachfahren des Hauses Israel und Juda. Und Gott wird sie aus dieser Versklavung, aus dieser Gefangenschaft, und es geht hier um Kriegsgefangenschaft, herausholen. Schauen wir uns auch Jesaja Kapitel 51 an. Jesaja Kapitel 51 und die Verse 10 und 11. Jesaja 51 und die Verse 10 und 11. Da heißt es, warst du es nicht, der das Meer austrocknete, die Wasser der großen Tiefe, der den Grund des Meeres zum Wege machte, dass die Erlösten hindurchgingen? Ganz klar ist die Bezugnahme hier auf den Auszug der Israeliten aus Ägypten und ihren Zug durch das Rote Meer, das ja gespalten wurde, sodass, wie es heißt, der Boden trocken war und die konnten da hindurchgehen. Und hier wird darauf Bezug genommen, dass Gott hier das Meer austrocknete, dass er den Grund des Meeres zum Wege machte, sodass die Erlösten damals hindurchgehen konnten. Aber schauen Sie, es geht hier auch um etwas mehr. Es geht nicht nur um, was damals geschah, denn es heißt hier im nächsten Vers, in Vers 11, so, achten Sie darauf, so, genau so, werden die Erlösten des Herrn, jetzt geht es um eine zukünftige Erlösung, heimkehren und nach Zion kommen mit Jauchzen. Und ewige Freude wird auf ihrem Haupte sein. Wonne und Freude werden sie ergreifen, aber Trauern und Seufzen wird von ihnen fliehen. Es geht um eine zukünftige Befreiung. Aber hier lesen wir auch etwas Interessantes, nämlich diese zukünftige Befreiung, dieser zukünftige Auszug, sagen wir einmal, aus den Ländern, wo sie gefangen gehalten worden sind, wird sich scheinbar ähnlich abspielen, wie er sich damals abgespielt hat, als Mose Israel aus Ägypten führte. Das bedeutet, dass zu einer gewissen Zeit, in einer gewissen Weise, die Nachfahren des Hauses Israel und Juda, wenn sie aus der Gefangenschaft kommen, ins gelobte Land wandern müssen, wie damals auch die Israeliten aus Ägypten heraus gewandert sind und sind dann durch das Rote Meer hindurchgezogen. Und das wird in anderen Stellen bestätigt. Schauen wir uns einmal Jeremia an. Jeremia Kapitel 16. Jeremia Kapitel 16 und ich möchte die Verse 14 und 15 lesen. Jeremia Kapitel 16, die Verse 14 und 15. Darum siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr, dass man nicht mehr sagen wird, so wahr der Herr lebt, der die Israeliten aus Ägyptenland geführt hat, sondern so wahr der Herr lebt, der die Israeliten geführt hat aus dem Lande des Nordens und aus allen Ländern, wohin er sie verstoßen hatte. Denn ich will sie zurückbringen in das Land, das ich ihren Vätern gegeben habe. Diese Prophezeiung wird einmal in gewisser Weise wiederholt, aber ein paar andere Aspekte werden hinzugefügt. In Jeremia Kapitel 27, in Jeremia Kapitel 23, Jeremia Kapitel 23 und die Verse 7 bis 8. Lesen wir die Stelle auch einmal schnell kurz durch. Jeremia 23, die Verse 7 und 8. Auch hier wird wieder der Vergleich geschlossen zwischen dem, was Gott damals tat und was er in der Zukunft tun wird. Und obwohl er sagt, nun, er wird gar nicht mehr an diesen ehemaligen Auszug denken, besteht ja doch ein Vergleich. Mit anderen Worten, es wird so dargestellt, dass es ähnlich sein wird, aber viel spektakulärer noch,
als es damals war. Kapitel 23, Vers 7. Darum siehe, es wird die Zeit kommen, spricht der Herr, dass man nicht mehr sagen wird, so wahr der Herr lebt, der die Israeliten aus Ägyptenland geführt hat, sondern so wahr der Herr lebt, der die Nachkommen des Hauses Israel, hier wird ganz deutlich, um wen es sich hier handelt, herausgeführt und hergebracht hat aus dem Lande des Nordens und aus allen Landen, wohin er sie verstoßen hatte, und sie sollen in ihrem Lande wohnen. Schauen Sie, das Land, was ursprünglich Israel zum gelobten Land gegeben worden war, und die haben eine Zeit da auch gewohnt, aber mussten dann dieses Land verlassen, wurden versklavt wegen ihrer Sünde. Und sie leben heute, die Nachfahren des Hauses Israel, nicht im gelobten Land, wie wir alle wissen. Aber auch aus diesem Land werden sie herausgeholt werden, wegen ihrer Sünde, werden versklavt werden, wegen ihrer Sünde, werden dann aber, wenn gewisse Dinge eintreten, zurückgebracht werden von Gott ins gelobte Land, wo sie ursprünglich waren, wo sie sein sollten, das Land, das ihnen verheißen worden war. Die Parallelen zwischen dem Auszug Israels aus Ägypten damals und dem Auszug des modernen Israel und Juda aus der Gefangenschaft in der Zukunft sind nicht zu übersehen. Schauen wir uns einmal eine interessante Stelle an im Buch Micha. Micha Kapitel 7. Micha Kapitel 7. Und lesen wir die Verse 14 und 15. Micha Kapitel 7. Die Verse 14 und 15. Auch hier wird wiederum eine Parallele hergestellt zwischen dem damaligen Exodus, dem damaligen Auszug Israels aus Ägypten und dem, was kommen wird. Micha 7, die Verse 14 und 15. Du aber weide dein Volk mit deinem Stabe, die Herde deines Erbteils. Und jetzt Vers 15. Lass uns Wunder sehen, wie zur Zeit, als du aus Ägyptenland zogst. Also hier wird klar von den Wundern gesprochen, die damals Gott erwirkte in Ägypten, bis dann Israel aus Ägypten ausziehen konnte. Und hier werden wiederum Wunder angesprochen. Nun, es wird ja nicht deutlich gesagt, was es für Wunder sein werden, die Gott wirken wird, wenn er das moderne Israel, das moderne Juda aus der Versklavung befreit. Aber irgendwelche Wunder wird es geben. Denn es geht ja auch noch weiter an dieser Stelle. Hier wird ja auch der Grund gesagt und gegeben, warum. In Vers 16, dass die Heiden es sehen und aller ihrer Macht sich schämen sollen und die Hand auf ihren Mund legen und ihre Ohren zuhalten. Und darauf werden wir noch in künftigen Predigten eingehen, wie das geschehen wird. Denn es geht ja nicht nur um die Erlösung von Israel und Juda. Es geht ja um die Erlösung aller Menschen, wenn Christus zurückkommt, um hier das Reich Gottes auf Erden zu errichten. Aber, wie wir sehen werden in künftigen Predigten, Israel und Juda haben eine sehr große Bedeutung, auch in der Beziehung. Nun, sie können auch eine sehr große Bedeutung haben, noch in weitaus größerer Beziehung, nämlich dann, wenn sie im Reich Gottes sein würden, um unter und mit Christus hier auf Erden zu herrschen. Schauen wir uns wiederum eine Stelle in Jeremia an, Kapitel 46. Jeremia, Kapitel 46. Und lesen wir hier Vers 27. Jeremia, Kapitel 46. Und Vers 27. Da heißt es hier, eine Prophezeiung im Alten Testament, die sich auf die Zukunft bezieht, auf den Zeitpunkt, wenn Christus zurückkommt, das Reich Gottes zu errichten. Aber du, mein Knecht Jakob, fürchte dich nicht. Und du, Israel, verzage nicht. Denn siehe, ich will dir helfen aus fernen Landen und deinen Nachkommen aus dem Lande ihrer Gefangenschaft. Also hier wird es sehr deutlich, worum es geht. Es geht um die Nachfahren des Hauses Israel, die in Gefangenschaft sein werden. Und Gott sagt, dass Jakob zurückkommen soll und in Frieden sein und ohne Sorge und niemand soll ihn schrecken. Das hat es bislang noch nicht gegeben. Selbst die, die anerkennen, dass die Juden heute im gelobten Lande sind oder zumindest teilweise, die verstehen auch, dass die Juden keineswegs in Frieden leben. Aber es geht hier sogar um Jakob, mit anderen Worten um die gesamten, alle Nachfahren des Hauses Israel.
Nun, wer will sagen, dass die heute in Frieden leben und mit Sicherheit nicht im gelobten Land? Die sind ja gar nicht im gelobten Land heute. Also es geht klar um eine Prophezeiung. Und Gott sagt uns, dass er die Nachfahren des Hauses Jakob, des Hauses Israel, denn Jakob und Israel ist ja das Gleiche, also die gleiche Person, die ja zunächst Jakob hieß und dann in Israel umgenannt wurde, dass die in Gefangenschaft sein werden, aber aus dieser Gefangenschaft herausgeholt werden, um ins gelobte Land gebracht zu werden, um dort in Frieden zu leben. Klar, eine Prophezeiung für die Zukunft. Jeremia Kapitel 3. Jeremia Kapitel 3. Und lesen wir nun Vers 18. Jeremia Kapitel 3 und Vers 18. An jenem Tage, zu jener Zeit, wiederum der gleiche Zeitpunkt ist angesprochen, wird das Haus Juda, das heißt hier in der Lutherbibel, zum Haus Israel gehen. Besser übersetzt, wird das Haus Juda mit dem Haus Israel gehen. Zusammen werden die gehen. Die werden zusammen gehen und sie werden miteinander heimkommen von Norden her in das Land, das ich euren Vätern zum Erbe gegeben habe. Liebe Freunde, das hat es bislang noch nicht gegeben. Es ist nicht richtig, dass die Nachfahren des Hauses Israel zusammen mit den Nachfahren des Hauses Juda in das gelobte Land gegangen wären. Nur einige der Nachfahren des Hauses Juda sind heute im Staat Israel. Das ist klar eine Prophezeiung für die Zukunft. Auch hier wird wiederum von dem Land des Nordens gesprochen, dem Land der Gefangenschaft, wo die zunächst einmal sein werden. Gott wird sie aus dieser Gefangenschaft heraus befreien, um sie dann zusammen ins gelobte Land zu bringen. Jeremia Kapitel 30. Jeremia Kapitel 30. Und lesen wir die Verse 3 und dann 8 bis 10. Jeremia Kapitel 30 und Vers 3. Denn siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr, dass ich das Geschick meines Volkes Israel und Juda wenden werde, spricht der Herr, und ich will sie wiederbringen in das Land, das ich ihren Vätern gegeben habe, dass sie es besitzen sollen. Nun, wo es ja heißt, es kommt die Zeit, dass ich das Geschick meines Volkes Juda und Israel wenden werde, müsste es richtig übersetzt werden, dass ich die Gefangenschaft meines Volkes Israel und Juda beenden werde. Aber beide werden hier angesprochen und beide werden ins gelobte Land geführt werden. Jetzt weiter in Vers 8. Es soll aber geschehen zu dieser Zeit, spricht der Herr Zebaoth, dass ich das Joch auf deinem Nacken zerbrechen will und deine Bande zerreißen. Sie werden nicht mehr Fremden dienen. Also hier wiederum geht es um das Joch der Gefangenschaft. Und Gott wird dieses Joch der Gefangenschaft beenden. Und er sagt, sie werden dann nicht mehr Fremden dienen. Sie werden nicht mehr Gefangene sein und bleiben. Sondern sie werden, Vers 9, dem Herrn, ihrem Gott und ihrem König David dienen, den ich ihnen erwecken will. Hier geht es um die Auferstehung des David zu ewigem Leben im Reich Gottes. Der Zeitpunkt ist klar. Es geht darum, wenn Jesus Christus zurückkommt, werden die, die in Christus gestorben sind, und David war jemand, der in Christus gestorben ist, wir lesen klar und deutlich, dass der Heilige Geist in ihm war, der wird auferweckt werden zu ewigem Leben. Und er wird dann König sein über das Haus Israel und Juda. Viele Stellen zeigen uns das. Vers 10. Darum fürchte du dich nicht, mein Knecht Jakob, spricht der Herr, und entsetze dich nicht, Israel, denn siehe, ich will dich erretten aus fernen Landen und deine Nachkommen aus dem Lande ihrer Gefangenschaft, dass Jakob zurückkehren soll und in Frieden und Sicherheit leben und niemand soll ihn schrecken. Hier wiederum die gleiche Prophezeiung. Die Gefangenschaft, in der sich die Nachfahren des Hauses Israel und Juda befinden werden, mit anderen Worten, um es noch einmal zu sagen, die Nachfahren der Vereinigten Staaten von Amerika, die übrig geblieben sind, die nicht in diesem scheußlichen Krieg, der kommen wird, umkommen, diejenigen, die übrig geblieben sind in Großbritannien, in Kanada, in Australien, Neuseeland, Teile von Südafrika und so weiter, die werden in Gefangenschaft sein. Die werden aber aus dieser Gefangenschaft herausgeholt werden, wie wir klar und deutlich hier lesen. Und es wird zu einem Zeitpunkt geschehen, wenn David auferweckt wird. Es wird zum Zeitpunkt der ersten Auferstehung geschehen. Es wird zum Zeitpunkt geschehen, wenn Christus zurückkommt. Und wenn die, die in Christus sind,
auferweckt werden oder, wenn sie noch leben, verwandelt werden zu Geistwesen, Einlass finden ins Reich Gottes, in die Familie Gottes als Gottwesen. Das ist der Zusammenhang. Eine interessante Stelle findet sich jetzt, nachdem wir erkannt haben, dass es auch um König David geht, im Buch Micha. Micha Kapitel 2. Micha Kapitel 2. Und lesen wir die Verse 12 und 13. Micha Kapitel 2 und die Verse 12 und 13. Ich meine, diese Stelle kann man sehr leicht überlesen, wenn man nicht bedenkt, dass wir bereits schon von König David gesprochen haben, der auferweckt werden wird und der König über Israel und Juda sein wird, natürlich unter Jesus Christus. Es heißt hier, ich will dich, Jakob, sammeln, ganz und gar, was übrig ist von Israel, zusammenbringen. Ich will sie wie Schafe miteinander in einen festen Stall tun und wie eine Herde in ihre Hürden, dass es von Menschen dröhnen soll. Es geht darum, dass die Nachfahren, die übrig geblieben sind vom Hause Israel und Juda, wenn sie im Millennium leben werden, das sind ja Menschen aus Fleisch und Blut, die werden sich vermehren. Und es wird wieder zu vielen Menschen werden. Seid fruchtbar und mehret euch und füllet die Erde, wie wir ja auch bereits das mehrmals gelesen haben im Alten Testament. Vers 13. Er wird als ein Durchbrecher, oder es kann hier in der Anmerkung heißt es, ein Leittier der Herde sein, ein Gleichnis. Also er wird hier als ein Leiter der Herde, ein Durchbrecher, ein Führer, vor ihnen heraufziehen. Und sie werden durchbrechen und durchs Tor hinausziehen und ihr König wird vor ihnen hergehen und der Herr an ihrer Spitze. Zwei Individuen werden hier erwähnt. Der Herr Jesus Christus. Aber hier wird auch der König erwähnt, der vor ihnen herziehen soll. König David, der erweckt werden soll, der ihr König sein soll. Die werden beide zusammen einen Anteil daran haben, die Völker aus der Gefangenschaft herauszuführen, letztendlich ins gelobte Land zu bringen. Hosea Kapitel 3 sagt uns etwas Interessantes hierüber. Hosea Kapitel 3 und die Verse 4 und 5. Hosea Kapitel 3 und die Verse 4 und 5. Hosea Kapitel 3 und Vers 4. Denn lange Zeit, um es genau zu sagen, wenigstens 3,5 Jahre, die 3,5 Jahre der großen Trübsal. Das ist schon eine lange Zeit, wenn sie sich in einem Kriegszustand befinden. Lange Zeit werden die Israeliten ohne König und ohne Obere bleiben, ohne Opfer, ohne Steinmal, ohne Effort, ohne Hausgott. Warum? Sie werden in der Gefangenschaft sein. Danach werden sich die Israeliten bekehren und den Herrn ihren Gott und ihren König David suchen und werden mit Zittern zu dem Herrn und seiner Gnade kommen in letzter Zeit. Auch hier wiederum wird klar und deutlich der Zusammenhang, der zeitliche Zusammenhang dargestellt. Die werden also für 3,5 Jahre, die Zeit der großen Trübsal, ohne König sein. Nun, zurzeit herrscht eine Königin in Großbritannien, aber wenn sie sterben sollte, oder wenn sie abtreten sollte, was auch immer der Fall ist, wird ein König mit Sicherheit an ihre Stelle treten, wer auch immer das sein mag. Aber dann wird auch das sich ändern und Großbritannien, ganz besonders hier, wird dann auch keinen König mehr haben. Aber dann letztendlich, wenn Christus zurückkommt und wenn David auferweckt wird, werden sie wieder einen König haben, aber nicht vorher. Schauen wir uns einmal an in Jeremia Kapitel 50 und in den Versen 4 bis 8. Was geschieht, wenn sie befreit werden? Was geschieht, wenn sie Gott suchen? Was geschieht, wenn sie den König David suchen? Jeremia Kapitel 50. Jeremia Kapitel 50 und die Verse 4 bis 8. Und wir werden noch einige weitere Stellen in dieser Beziehung lesen, um das ganz deutlich zu machen, dass das nicht irgendwie eine Erfindung von Herrn Link ist, sondern es wird deutlich hier in der Bibel klargestellt. Und wie ich das schon so oft gesagt habe, glauben Sie nicht mir, wenn Sie es nicht in der Bibel bestätigt finden. Aber glauben Sie es, wenn Sie es in Gottes Wort lesen. Und versuchen Sie nicht, wie das so viele heute tun,
darum zu interpretieren, weil ihnen so gewisse Dinge vielleicht nicht passen, die da stehen. Jeremia Kapitel 50, angefangen Vers 4. In jenen Tagen und zur selben Zeit, spricht der Herr, werden kommen die Leute von Israel samt den Leuten von Juda und weinend umherziehen und den Herrn, ihren Gott, suchen. Schauen Sie, die suchen ihn, die haben von ihm gehört, die wissen nicht ganz genau, wie finden wir ihn. Sie werden fragen nach dem Wege nach Zion und sich dorthin kehren. Kommt, wir wollen uns dem Herrn zuwenden, zu einem ewigen Bunde, der nimmermehr vergessen werden soll. Das ist das, was sie sagen werden. Denn mein Volk ist wie eine verlorene Herde. Ihre Hirten haben sie verführt und auf den Bergen in die Irre gehen lassen, dass sie über Berge und Hügel gehen mussten und ihren Ruheplatz vergaßen. Schauen Sie, meine Damen und Herren, mit den Hirten sind die heutigen modernen Prediger, Geistlichen, Pasteure, Pfarrer gemeint, in Amerika, in Großbritannien, in den anderen englischsprachigen Ländern. Und Gott sagt hier ganz klar, die haben mein Volk in die Irre geführt. Wodurch? Nun, weil sie Lehren gelehrt haben, die nicht von Gott stammen. Vor ein paar Tagen habe ich mir eine ganz kurze Zeit eine Predigt angehört im Fernsehen hier in einigen Staaten von einem sehr bekannten TV-Evangelisten. Wollte nur mal sehen, was der so zu sagen hatte. Und fast jeder Satz endete mit, wenn man das tut, geht man in den Himmel. Oder wenn man das nicht tut, dann geht man nicht in den Himmel. Fast jeder Satz. Wodurch die Bibel ganz eindeutig das Gegenteil lehrt. Dass niemand gen Himmel fährt. Nur derjenige, der der Menschensohn war, fuhr gen Himmel. Die Menschen, wenn sie sterben, sie schlafen den Schlaf des Todes, müssen aus diesem Schlaf auferweckt werden. Die Menschen werden heute dahingehend belehrt, sie müssten den Sonntag halten. Sie müssten Weihnachten halten. Sie müssten Ostern halten. Sie müssen dieses grässliche, abscheuliche Fest Halloween halten, das natürlich auch wiederum hier in Amerika sehr populär ist, aber mittlerweile auch in Deutschland sehr populär wird und in anderen deutschsprachigen Ländern. Ein Fest, das absolut nichts weiter ist als eine Verehrung Satans des Teufels, wie ich das in der letzten Predigt über Satan bereits gesagt habe. Den Menschen wird gelehrt durch die Hirten, dass man das Gesetz Gottes nicht mehr zu halten braucht. Ein Gesetz, das ein Gesetz der Liebe ist. Was wurde Jesus Christus gefragt? Was ist das Größte im Gesetz? Christus sagte, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit all deiner Kraft. Und das Nächste ist dem Ersten gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Schauen Sie, meine Damen und Herren, Sie können den Nächsten nicht lieben, wenn Sie sich nicht selbst lieben. Diese Liebe muss beiderseitig sein. Die Liebe in Ihnen muss dem anderen gegenüber ausströmen. Und diese Liebe kann nur von Gott kommen. Und das Gesetz, die 10 Gebote, ganz besonders, das zeigt ihnen doch, wie man liebt. Die ersten 4 Gebote zeigen ihnen, wie sie Gott lieben. Die letzten 6 Gebote zeigen ihnen, wie sie den Nächsten lieben. Die Bibel sagt uns nirgendwo, dass sie Gott lieben, wenn sie zum Beispiel sich weigern, obwohl sie es wissen, den Sabbat zu halten, ihn durch den Sonntag ersetzen. Die Bibel sagt ihnen auch nicht, dass sie den Nächsten lieben, wenn sie ihn töten, wenn sie die Ehe brechen, wenn sie von ihm stehlen, wenn sie ihn belügen. Wenn sie das haben wollen, was der andere hat, wenn sie Vater und Mutter nicht ehren. Nun, ich weiß, dass es manchmal schwierig sein kann, sehr schwierig sein kann. Manchmal macht das gar keinen großen Sinn, wie zum Beispiel auch das Sabbatgebot eigentlich menschlich gesehen keinen Sinn macht. Warum sollte ich jetzt ausgerechnet diesen Tag halten? Warum genügt es nicht, dass ich einen Tag halte? Das ist ja die Argumentation. Nun, es ist deshalb wichtig, weil Gott es uns sagt. Und wie kann ich zum Beispiel meine Eltern ehren, wenn sie sich so gegen mich vergangen haben? Wie kann ich meinen Nächsten lieben, meinen Bruder, meine Schwester, wenn sie sich in solch erbärmlicher Weise gegen mich erheben? Nun, mit Gottes Geist in ihnen können sie es. Und sie müssen verstehen, dass sie nicht der Richter anderer Menschen sind. Aber das heißt nicht, dass die anderen Menschen nicht gerichtet werden. Gott wird sie richten. Sie werden Rechenschaft abgeben müssen für das, was sie tun. Und wenn sie im Reich Gottes sind, werden sie möglicherweise unter Gott diese Menschen dann richten. Schauen Sie, aber nicht jetzt. Jetzt müssen wir zunächst einmal lernen, uns selbst zu richten, uns selbst zu beurteilen, zu sehen, dass wir
den Charakter entwickeln, den Gott hat, sodass wir dann auch mit vollständiger Gerechtigkeit richten können. Aber die meisten Menschen heute sind verwirrt. Und zwar sagt Gott hauptsächlich deshalb, weil sie Hirten folgen, die sie verführen. Er sagt ja hier, mein Volk ist wie eine verlorene Herde, ihre Hirten haben sie verführt und auf den Bergen in die Irre gehen lassen. In die Irre gehen lassen, dass sie über Berge und Hügel gehen mussten und ihren Ruheplatz vergaßen. Wer ist der Ruheplatz? Unsere Ruhe sollte in Gott sein. Wir sollten eine Verbindung haben, eine Beziehung haben zu Gott. Und dann wird Gott uns auch Frieden geben. Christus sagt, ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen, wenn ihr eure Bürden, eure Lasten auf mich wälzt. Und ich werde sie für euch tragen. Aber wie gesagt, das ist nicht das, was wir heute gehört bekommen. Und letztendlich werden die Menschen in die Versklavung gehen, weil sie diesen falschen Irrlehrern aufgesessen haben und dann so leben, wie die es ihnen mitteilen. Naja, es ist nichts dabei, andere zu berauben, andere zu belügen. Es ist nichts dabei, die Ehe zu brechen. Es ist nichts dabei, Gott sogar in unserer Sprache zu verunglimpfen, den Namen Gottes in einer Weise zu gebrauchen, die also absolut dem Gebot Gottes entgegengesetzt ist. Es ist nichts dabei, Götzen anzubeten. Und viele meinen, sie würden heute ja doch keine Götzen anbeten. Viele Christen meinen dies. Und dann gehen sie dann in die Kirche am Sonntag und knien sich da vor Statuen von Heiligen nieder und beten die an. Schauen Sie, die Menschen sind in die Irre geführt worden. Sie haben ihren Ruheplatz vergessen. Sie finden keine Ruhe für ihre Seelen, weil sie sich nicht an den wahren Gott wenden. Weil sie sich nicht an den wahren Jesus Christus wenden. Wussten Sie, dass bereits damals zum Zeitpunkt des Paulus ein falsches Evangelium gepredigt wurde, in der Kirche sogar? Ein falscher Jesus gepredigt wurde in der Kirche und viele haben das akzeptiert? Paulus spricht darüber. Aber er warnt die Geschwister davor, diesem falschen Jesus nicht zu folgen, diesem falschen Evangelium nicht aufzusitzen. Es ist das helle Licht des Evangeliums, dem wir uns anschließen müssen. Nicht der Dunkelheit von Satan, dem Teufel, der aber dann sich als ein Engel des Lichtes verkehrt, wie wir das auch in der letzten Predigt gehört haben. Kehren wir jetzt zurück zu Jeremia. Vers 7. Wir hatten ja Jeremia Kapitel 50, die Verse 4 bis 6 gelesen. Fahren wir jetzt fort mit Vers 7. Es fraßen sie alle, die sie antrafen. Und ihre Feinde sprachen, wir tun nicht Unrecht. Auch das ist interessant. Heute gibt es sehr viel Antisemitismus. Es gibt auch sehr viele Gefühle des Anti-Amerikanismus und sogar des Anti-Britismus, wenn es dieses Wort gibt. Aber diejenigen, die diese Gefühle haben, die meinen, sie tun nichts Unrechtes. Die sind ja davon überzeugt, dass ihre Gefühle gegen die Juden, ihre Gefühle gegen die Amerikaner, und jetzt auch mehr und mehr gegen die Briten, die seien ja gerechtfertigt. Schauen Sie, wie das die Bibel schon vor so vielen Tausenden von Jahren prophezeit hat. Die sagen, wir tun nicht Unrecht. Und dann sagen sie sogar noch, denn sie haben sich versündigt an dem Herrn. Schauen Sie, auch das ist interessant. Alle schlimmen Dinge kommen aus Amerika, wurde mir damals in Deutschland vielfach gesagt. Und da ist ja auch was Wahres dann dran. Die Filme, die in Amerika produziert werden, zum Beispiel einige dieser absolut dämonischen, grässlichen, grausamen Filme, die dann in Deutschland gezeigt werden, ungekürzt, die furchtbaren Spiele, die hier entwickelt werden, diese Videospiele und was es nicht alles gibt, alles das kommt natürlich nach Europa. Die haben sich versündigt an dem Herrn, sagen sie, der rechten Weide und an dem Herrn, der ihrer Väter Hoffnung war. Schauen Sie, interessant ist, dass hier Heiden dargestellt werden, nicht israelitische Völker, die scheinbar laut Bibel in gewisser Weise einen besseren Einblick hatten im Hinblick auf gewisse Dinge, als sogar die modernen Israeliten und Juden. Und das ist auch nicht verwunderlich, weil Gott nämlich sogar im Alten Testament sagt, dass das damalige Haus Israel, das Haus Juda, Dinge getan haben, schlimmer als das, was die Heiden tun. Er sagte, die haben Dinge getan, die sind mir noch nicht mal in mein Herz gekommen, dass jemand so etwas tun könnte. Die schockierende Zahl der Abtreibungen hier in Amerika ist unglaublich, wo ungeborenes Leben getötet wird, umgebracht wird, ermordet wird. Und keiner scheint da irgendwie großen Anstoß dran zu nehmen. Einige wollen dies ändern, aber auch da werden dann Ausnahmen zugelassen.
Schauen Sie, wenn das Töten eines Menschen Mord ist, dann ist das Töten eines Menschen Mord, egal was die Umstände sein mögen. In Vers 8 wird gesagt, flieht aus Babel und zieht aus der Chaldea Lande und macht's wie die Böcke vor der Herde. Auch hier eine Bezugnahme, eine Andeutung auf dem Herauskommen aus der Gefangenschaft, der babylonischen Gefangenschaft, das moderne Babylon, eine weitere Bezeichnung für das moderne Europa, unter der Führerschaft von einem charismatischen Führer, der das Tier genannt wird, der zum Beispiel der König des Nordens genannt wird, der an anderen Stellen König Jareb von Assyrien genannt wird. Schauen wir uns Jesaja Kapitel 14 an. Jesaja Kapitel 14. Und wir sehen, dass sogar, wenn die Israeliten und die Juden aus der Gefangenschaft herausgeführt werden, Nicht-Israeliten und Nicht-Juden ihren Anteil daran haben werden, sie herauszuführen, ihnen zu helfen. Die Umkehrung der Gesinnung wird sich nicht nur, wie ich sagte, auf die Israeliten und die Juden beziehen, sie wird letztendlich die gesamte Welt umfassen. In Jesaja Kapitel 14 lesen wir die Verse 1 bis 3. Jesaja Kapitel 14 und die Verse 1 bis 3. Denn der Herr wird sich über Jakob erbarmen und Israel noch einmal erwählen. Auch hier wiederum. In anderen Stellen hatten wir gelesen, zum zweiten Mal. Hier wird er es noch einmal tun. Auch wiederum eine Prophezeiung für die Zukunft. Er wird es noch einmal erwählen und sie in ihr Land setzen. Und Fremdlinge werden sich zu ihnen gesellen und dem Hause Jakob anhangen. Wir lesen das in anderen Stellen auch, wo Fremde sagen, lasst uns gehen zum Hause Jakob, da in Zion, da wird das Gesetz des Herrn gelehrt. Wir wollen da mal hören, was da so gesagt wird. Jesaja beschreibt dies ja. Vers 2. Und die Völker werden Israel nehmen und an seinen Ort bringen. Hier sehen wir die Beteiligung jetzt. Und dann wird das Haus Israel sie als Knechte und Mägde besitzen im Lande des Herrn. Und sie werden gefangen halten die, von denen sie gefangen waren, und werden herrschen über ihre Bedränger. Und das bedeutet keineswegs Sklaverei. Das ist ein Thema für eine andere Predigt. Es geht hier lediglich darum, dass sich diese Menschen freiwillig in die Gemeinschaft Israel einfügen werden. Und interessant ist auch, dass einige Kommentare sagen, wenn es heißt, sie werden sie gefangen halten, durch ihre Liebe, die sie anderen gegenüber ausstrahlen werden. Aber es geht hier keineswegs um Sklaverei, es geht hier um eine freiwillige Unterordnung, um es so zu sagen. Die wollen freiwillig dort leben. Diejenigen, die ursprünglich mit Gewalt über die Israeliten geherrscht hatten. Lesen wir nun eine interessante Stelle in Ezekiel Kapitel 20. Denn es ist ja so, dass die Israeliten, die Juden aus der Gefangenschaft herauskommen zunächst einmal. Und dann hatten wir ja bereits gelesen, die suchen jetzt Gott. Die gehen nicht automatisch sofort ins gelobte Land. Es geht jetzt nicht darum, dass Gott die jetzt übernatürlich ins gelobte Land versetzt. Wir hatten ja gesehen, die müssen scheinbar da ein bisschen auf die Wanderschaft gehen. Und hier in Ezekiel Kapitel 20 wird dies näher beschrieben, wie das praktiziert werden wird. Ezekiel Kapitel 20, lesen wir die Verse 34 bis 38. Ezekiel Kapitel 20, die Verse 34 bis 38. Da heißt es, ich will euch aus den Völkern herausführen und aus den Ländern, in die ihr zerstreut worden seid, sammeln, mit starker Hand, mit ausgerecktem Arm, mit ausgeschüttetem Grimm, und will euch in die Wüste der Völker bringen und dort mit euch ins Gericht gehen von Angesicht zu Angesicht. Wie ich mit euren Vätern in der Wüste von Ägypten ins Gericht gegangen bin, ebenso will ich auch mit euch ins Gericht gehen, spricht Gott der Herr. Vers 37. Ich will euch unter dem Stabe hindurchgehen lassen und euch genau abzählen und will die Abtrünnigen und die, die von mir abfielen, von euch aussondern. Ja, aus dem Lande, in dem ihr jetzt Fremdlinge seid, will ich sie herausführen, aber ins Land Israels sollen sie, also diese Abtrünnigen, die Rebellen, nicht hineinkommen, damit ihr erkennt, ich bin der Herr. Lesen wir auch die Verse 42 bis 44 zunächst, bevor ich dann hier einige Bemerkungen mache.
im gleichen Kapitel. Und ihr werdet erfahren, dass ich der Herr bin, wenn ich euch ins Land Israels bringe, in das Land, über das ich meine Hand erhob, zu dem Schwur, es euren Vätern zu geben. Vers 43. Dort werdet ihr gedenken an eure Wege und alle eure Taten, mit denen ihr euch unrein gemacht habt, und werdet vor euch selbst Abscheu haben wegen all der bösen Taten, die ihr getan habt. Und ihr werdet erfahren, dass ich der Herr bin, wenn ich so an euch handle zur Ehre meines Namens und nicht nach euren bösen Wegen und verderblichen Taten, du Haus Israel, spricht Gott der Herr. Also wer hier angesprochen wird, ist klar. Die Zeit ist auch klar. Worauf ich hier eingehen will, ist die Tatsache, dass es heißt, er wird sie zunächst einmal in die Wüste führen. Also nicht gleich ins gelobte Land. Und hier wird auch etwas gesagt von Reue, von der Erkenntnis, dass falsch gehandelt worden war. Man ist jetzt bestürzt über seine unreinen Taten, die man begangen hatte. Man erkannte, dass man den falschen Hirten gefolgt war, die sie ins Unheil gebracht haben. Und Gott hält diese falschen Hirten für verantwortlich. Aber wir sehen, dass Christus und scheinbar dann auch König David, der ja an seiner Seite sein wird, zunächst einmal die Menschen in die Wüste führen wird, um mit ihnen dort ins Gericht zu gehen, um die ein wenig zu belehren über das, was getan werden muss, und die Rebellen auszusondern, die sich weigern, diese Lehre anzunehmen. Hosea Kapitel 12. Hosea Kapitel 12 und Vers 10. Hosea Kapitel 12 und Vers 10. Ich aber, der Herr, bin dein Gott von Ägyptenland her und will dich wieder in Zelten wohnen lassen. Das heißt hier wie in der Wüstenzeit, schlechte Übersetzung, wie zur Zeit der angeordneten Feste, ist die richtige Übersetzung gemäß dem hebräischen Urtext. Es heißt, ich werde sie wieder in Zelten wohnen lassen wie zur Zeit der angeordneten Feste. Nun, hauptsächlich ist es das Laubhüttenfest, wo die Menschen in Laubhütten oder in Zelten in vorübergehenden Wohnungen lebten. Und auch heute noch leben die Christen, die begriffen haben, dass sie das Laubhüttenfest im Herbst zu halten haben für 7 Tage. Und dann kommt der letzte große Tag anschließend. Und die leben während dieser Zeit in Hotels, in anderen vorübergehenden Wohnungen, Ferienwohnungen und so weiter. Und die Menschheit hier, zunächst einmal das Haus Israel, wird gelehrt bekommen, dass die Feste Gottes, die ja auch Sabbate genannt werden, nach wie vor zu halten sind. Und sie werden es tun. Heute hält das Haus Israel, die Nachfahren des Hauses Israel, Amerika, Großbritannien und so weiter, die halten natürlich die jährlichen Festtage Gottes keineswegs. Die halten auch nicht mal den wöchentlichen Sabbat. Aber das wird sich ändern. Sie werden erkennen, dass das in Gottes Augen sehr wichtig ist, diese Tage richtig zu halten. Es geht um Bekehrung, es geht um Reue, es geht um eine Gesinnesänderung. Und diese Gesinnesänderung, die wird bereits beginnen, wenn die Israeliten, die Nachfahren des Hauses Israel und Juda, in der Gefangenschaft sind. Aber Reue, Bekehrung ist ein Prozess. Wie alle, die heute zur Wahrheit kommen, dies bestätigen können. Wenn sie heute zur Wahrheit kommen, dann wissen sie nicht sofort alles gleich sofort. Und sie bekehren sich nicht sofort von allem, was sie falsch gemacht haben. Sie erkennen nicht sofort alle ihre Sünden an. Sie begreifen zunächst einmal gar nicht, was alles ihre Sünden sind. Das ist ein Prozess. Aber der Prozess muss einmal zunächst beginnen. Und es ist Gott, der einem die Reue anbietet. Aber wir müssen diese Reue empfangen, anwenden in unserem Leben. Und die Reue hört nicht auf, wenn man getauft wird, nebenbei gesagt. Die Reue ist ein lebenslanger Prozess. Diese Bekehrung ist ein lebenslanger Prozess. Bis hin zu unserer Umwandlung und Verwandlung in Geistwesen. Und so schauen wir uns einmal in 5. Mose Kapitel 30 an, wie dieser Prozess der Reue in der Gefangenschaft bereits beginnt. 5. Mose 30. 5. Mose 30 und die Verse 1 bis 6. Und dann auch Vers 8. 5. Mose 30, die Verse 1 bis 6 und Vers 8. Und hier lesen wir wiederum eine Prophezeiung für die Zukunft. 5. Mose 30, angefangen in Vers 1. Wenn nun dies alles über dich kommt, es sei der Segen oder der Fluch. Und Gott hatte ja gesagt, ich lege euch Segen und Fluch vor, dass du den Segen erwählst und den Fluch eben ablegst oder nicht verflucht wirst dadurch, dass du mir ungehorsam bist. Aber die Israeliten haben es natürlich damals nicht so getan. Und die Israeliten tun es auch heute nicht so. Israeliten, wie gesagt, es geht nicht nur um die Juden hier. Es geht um das gesamte Haus Israel und Juda. Also wenn nun dies alles über dich kommt, es sei der Segen oder der Fluch,
die ich dir vorgelegt habe, und du es zu Herzen nimmst, wenn du unter den Heiden bist, unter die dich der Herr, dein Gott, verstoßen hat, und du dich bekehrst zu dem Herrn, deinem Gott, dass du seiner Stimme gehorchst, du und deine Kinder, von ganzem Herzen und von ganzer Seele, in allem, was ich dir heute gebiete, so wird der Herr, dein Gott, deine Gefangenschaft wenden und sich deiner erbarmen und dich wieder sammeln aus allen Völkern, unter dich, die der Herr, dein Gott, verstreut hat. Wenn du bis ans Ende des Himmels verstoßen wärst, so wird dich doch der Herr, dein Gott, von dort sammeln und dich von dort holen und wird dich in das Land bringen, das deine Väter besessen haben, und du wirst es einnehmen, und er wird dir Gutes tun und dich zahlreicher machen, als deine Väter waren. Und der Herr, dein Gott, wird dein Herz beschneiden und das Herz deiner Nachkommen, damit du den Herrn, deinen Gott, liebst, von ganzem Herzen und von ganzer Seele, auf dass du am Leben bleibst. Und auch in Vers 8 jetzt. Du aber wirst umkehren und der Stimme des Herrn gehorchen, dass du tust alle seine Gebote, die ich dir heute gebiete. Hört sich nicht so an, als ob diese Gebote abgeschafft wären. Gott prophezeit Bekehrung. Er weiß, was geschehen wird. Er weiß, dass wenn die modernen Israeliten und Juden in der Gefangenschaft sein werden, sie werden sich dann bekehren. Sie werden beginnen, sich zu bekehren, so gut sie, wie sie es können. Aber sie müssen natürlich dann, wenn sie aus der Gefangenschaft herauskommen, noch weiter belehrt werden über die Wahrheit, über das, was Gott von uns erwartet. Schauen wir uns Hesekiel Kapitel 36 an. Hesekiel Kapitel 36 und die Verse 24 bis 28. Hesekiel 36, die Verse 24 bis 28. Denn ich will euch aus den Heiden herausholen und euch aus allen Ländern sammeln und wieder in euer Land bringen. Und ich will reines Wasser über euch sprengen, dass ihr rein werdet. Von all eurer Unreinheit und von allen euren Götzen will ich euch reinigen. Und ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben. Gott verspricht die Gabe des Heiligen Geistes in uns, die wir bereits heute erhalten können, wenn wir berufen sind, wenn wir die Wahrheit erkennen, wenn wir bereuen, wenn wir an Christi Opfer glauben, wenn wir an das Evangelium glauben, an die frohe Botschaft vom Reich Gottes und alles das, was das beinhaltet. Wenn wir getauft werden, dann können wir bereits heute schon den Heiligen Geist erhalten. Dann kann bereits heute schon der Heilige Geist in uns sein. Und schauen Sie, was der Heilige Geist bewirkt. Was er dann bewirken wird, was er heute bewirkt. Ich will euch ein neues Herz, einen neuen Geist in euch geben und will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Vers 27, ich will meinen Geist in euch geben und will solche Leute aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln und meine Rechte halten und danach tun. Und, Vers 28, ihr sollt wohnen im Lande, das ich euren Vätern gegeben habe, und sollt mein Volk sein, und ich will euer Gott sein. Wir können heute bereits schon Teil des Volkes Gottes sein, und Gott kann bereits heute schon unser Gott sein, wenn wir das tun, was hier beschrieben steht, wenn wir in Gottes Geboten wandeln. Nun, einige haben mir geschrieben, haben mir gesagt, ja, das ist aber zu schwer. Einiges aber einfach zu schwer. Ich kann das nicht. Ich habe Angst davor. Einer schrieb mir, er hat Angst davor, dieses Gelöbnis zu tun, diese Beziehung einzugehen. Nun, ich habe dieser Person zurückgeschrieben und gesagt, versuchen Sie es. Wenn Gott uns heute beruft, dann beruft er uns ja dazu, dass wir seiner Berufung folgen, seinem Ruf. Und er will ja auch, dass wir dann auch so leben, wie er uns das vorschreibt. Und er gibt uns auch die Kraft dazu. Er beruft uns, weil er weiß, dass wir es schaffen können. Er beruft uns nicht, wenn er Zweifel hat. Er ist davon überzeugt, dass wir es schaffen können mit seiner Hilfe. Schauen Sie, es geht darum, dass Gottes Geist in uns sein muss, damit wir in der Lage sind, Gott wohlgefällig zu leben, und dann wird Gott unser Gott sein. Und wir können dann all die Versprechen, die Gott uns gibt, in Anspruch nehmen. Die Versprechen, inneren Frieden zu erlangen. Das Versprechen, Freude in uns aufzunehmen. Die Freude, die uns Christus gibt. Den Frieden, den uns Christus gibt. Er sagt ja nicht, wie die Welt gebe ich euch, sondern ich gebe euch meinen Frieden. Er sagt, meine Last ist milde, ist gelind, ist leicht zu ertragen.
Aber ihr müsst natürlich teilhaben an dieser Beziehung, sodass ihr eure Last auf mich abwälzen könnt. Und ich will sie dann für euch tragen. Natürlich habt ihr schon eine gewisse Verantwortung, auch dahingehend. Aber es wird dann leichter sein, wenn man keine Liebe erfahren hat in diesem Leben. Lassen Sie mich Ihnen Folgendes sagen. Mit Gottes Geist in Ihnen, mit einer liebevollen Beziehung zu Gott, werden Sie eine Liebe erfahren, die Sie noch nie erlebt haben, die Sie vielleicht nie für möglich gehalten haben. Denn Gott ist Liebe. Das ist die Definition. Das ist seine Charakter, seine vornehmliche Charaktereigenschaft. Gott ist Liebe. Und Liebe ist das aufrichtige Interesse am Wohlergehen des Nächsten. Gott hat die Welt so geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, sodass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern das ewige Leben habe. Und Christus sagt, ich habe euch so geliebt, dass ich mein Leben freiwillig dahingegeben habe für euch. Schauen Sie, das ist Liebe. Das Interesse am Wohlergehen des Nächsten. Sie werden diese Liebe erfahren, glauben Sie es mir, wenn Sie Gottes Geist erhalten. Wenn Gottes Geist bereits schon jetzt mit Ihnen wirkt, dann können Sie bereits schon einen Teil dieser Liebe erfahren. Aber es geht darum, dass Sie letztendlich Gottes Geist in sich haben, um diesen Geist der Liebe zu spüren und dann auch weiterzugeben. Gott sagt ja, die Liebe Gottes ist ausgegossen worden in unser Herz durch den Heiligen Geist. Kehren wir jetzt zu Jeremia Kapitel 32 zurück. Jeremia Kapitel 32, die Verse 37 bis 40. Jeremia Kapitel 32 und die Verse 37 bis 40. Auch hier lesen wir, siehe, ich will sie sammeln aus allen Ländern, wohin ich sie verstoßen habe, in meinem Zorn, Grimm und großem Unmut, und will sie wieder an diesen Ort bringen, dass sie sicher wohnen sollen. Sie sollen mein Volk sein, ich will ihr Gott sein. Und ich will ihnen einerlei Sinn und einerlei Wandel geben, dass sie mich fürchten ihr Leben lang, auf dass es ihnen wohlgehe und ihren Kindern nach ihnen. Schauen Sie, unser Lebensweg mit Gott hat nicht nur für uns Bedeutung, sondern auch für unsere Nachfahren, für unsere Kinder. Lieben Sie Ihre Kinder? Nun, dann gehen Sie Gottes Weg. Und Sie werden dann diesen Weg auch an Ihren Kindern sehen. Sie werden diesen Weg automatisch an Ihre Kinder vermitteln. Und die werden das dann akzeptieren. Die werden dann auch so zu leben beginnen, wie es in Gottes Augen wohlgefällig ist. Vers 40. Ich will einen ewigen Bund mit ihnen schließen, dass ich nicht ablassen will, ihnen Gutes zu tun, und will ihnen Furcht vor mir oder Ehrfurcht vor mir ins Herz geben, dass sie nicht von mir weichen. Es geht immer darum, dass man nicht von Gott weichen soll, dass man seine Gebote nicht verleugnen soll, weil die Gebote gut für uns sind, weil die Gebote gut für andere sind, wenn wir sie halten. Menschlich gesehen mag es manchmal so erscheinen, als ob es nicht gut ist, dieses Gebot zu halten, was immer das Gebot auch sein mag. Aber schauen Sie, Gott weiß das besser als wir. Das heißt, sein Wort ist 7-mal geläutert, es ist absolut rein, es ist klar, es ist ohne Kompromisse gültig und richtig. Und manchmal muss man das im Glauben akzeptieren, wenn man es vom Menschlichen her nicht so verstehen kann. Aber Gottes Weg zahlt sich aus, um es so auszudrücken. Und er wird es immer tun. In jedem Fall. In Jeremia Kapitel 33 lesen wir Vers 7. Ich will das Geschick Judas und das Geschick Israels wenden. Nun, auch hier wiederum wäre die bessere Übersetzung. Ich will die Gefangenschaft Judas und Israels aufheben. Oder ich bewirke, dass die Gefangenschaft Judas und Israels zurückkehren wird, also aufgehoben werden wird. Das heißt, ich will das Geschick Judas und Israels wenden und will sie bauen wie im Anfang und will sie reinigen von aller Missetat, womit sie wieder mich gesündigt haben, und will ihnen vergeben alle Missetaten, womit sie wieder mich gesündigt und gefrevelt haben. Darum geht es. Es geht darum, dass die Missetaten vergeben werden. Die Reue wird vergeben werden, weil die Menschen zu dieser Reue kommen. Sie kommen zu dieser Reue bereits schon während ihrer Gefangenschaft. Und dann, wenn sie aus der Gefangenschaft herausgeholt werden und gebracht werden in die Wüste, um dort belehrt zu werden von Christus, von König David, von anderen, um dann ins gelobte Land geführt zu werden, wo sie dann voller Freude einziehen werden, wie wir lesen,
um dort dann das gelobte Land einnehmen zu können. Dieser Prozess der Reue wird aber fortschreiten. Und dann werden alle letztendlich die Wahrheit Gottes erkennen. Amos Kapitel 9. Lesen wir noch zum Abschluss Amos Kapitel 9. Eine Stelle in den sogenannten kleinen Propheten. Aber nur deshalb, weil sie kleineren Umfanges sind, nicht weil sie kleinere Bedeutung hätten. Amos Kapitel 9. Und lesen wir die Verse 14 und 15. Und damit ist eigentlich alles jetzt gesagt, was geschehen wird, wenn Christus zurückkommt. Und wir können sehr froh darüber sein, denn Christus wird Gefangenschaft, Sklaverei, Krieg, all diese schrecklichen Dinge abschaffen. Und er wird ein Friedensreich errichten, wie es das eigentlich noch nie auf Erden gegeben hat. Und so lesen wir in Amos Kapitel 9, die Verse 14 und 15. Denn ich will die Gefangenschaft meines Volkes Israel wenden, dass sie die verwüsteten Städte wieder aufbauen und bewohnen sollen. Ja, die Bibel sagt uns, dass die Städte verwüstet werden. Ich spreche jetzt von der großen Trübsal und dem Tag des Herrn, dieser Zeitspanne, wenn es so viele Kriege geben wird, dass es so schlimm sein wird, dass wenn Christus nicht zurückkäme, um die Tage zu verkürzen, kein Mensch würde am Leben bleiben. Ja, Städte werden verwüstet werden, total ausgemerzt werden. Große, gewaltige Städte wie Los Angeles, San Francisco, New York. Denken Sie an diese Städte. Auch Berlin ist erwähnt. Die werden total vernichtet werden. Rom. Es heißt hier, ich will die Gefangenschaft meines Volkes Israel wenden, dass sie die verwüsteten Städte wieder aufbauen und bewohnen sollen, dass sie Weinberge pflanzen und Wein davon trinken, Gärten anlegen und Früchte daraus essen. Denn ich will sie in ihr Land pflanzen, dass sie nicht mehr aus ihrem Lande ausgerottet werden, das ich ihnen gegeben habe, spricht der Herr, dein Gott. Sie werden dann für immer im gelobten Land sein. Das war an und für sich immer schon die Absicht Gottes gewesen, aber er hatte ihnen gesagt, wenn ihr gegen mich sündigt, werdet ihr nicht in dem Land bleiben. Und so mussten sie dann damals aus dem Land heraus. Aber wenn sie jetzt das zweite Mal in dieses Land kommen, werden sie dort bleiben, weil sie eben lernen werden, nicht mehr gegen Gott zu sündigen. Und das ist die wunderbare Nachricht, Teil des herrlichen Evangeliums vom Reich Gottes. Denn es wird das Reich Gottes sein, das auf Erden über die Menschen herrschen wird. Und im Millennium, wenn die Menschen sich bekehren und wenn sie dann den Heiligen Geist erhalten, werden auch sie das Potenzial erlangen, im Reich Gottes zu sein. Mitglieder der Gottfamilie zu sein. Und die Herausführung aus der Gefangenschaft hat sehr viel damit zu tun. Es geht zunächst einmal natürlich um die Herausführung einer physischen Gefangenschaft. Aber noch wichtiger ist, dass alle Menschen herausgeführt werden aus einer geistlichen Knechtschaft, aus einer geistlichen Gefangenschaft, der geistlichen Gefangenschaft und Knechtschaft der Sünde. Alle Menschen, die sündigen, sind Knechte der Sünde, wie Paulus uns sagt. Alles dies wird ein Ende haben, wenn Christus zurückkommt. Und beten wir zu Gott, dass dies bald geschehen möge. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit, Ihr Norbert Link, für eine Predigt der Kirche des ewigen Gottes.